herzliches Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Wählerinnen und Wähler, zu einer neuen Ausgabe unserer Talkrunde im Fokus. Zu dieser Talkrunde begrüße ich wieder ganz herzlich unseren langjährigen Bundestagsabgeordneten Enak Ferlemann. Wir sind heute im wunderschönen Kedingen und ich verspreche nicht zu viel. Wir sind beim Thema Obstbau. Und hier habe ich einen Experten heute an meiner Seite. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Ulrich Buchterkirch. Hallo. Herr Buchterkirch, Sie führen einerseits hier einen wunderschönen, aber auch sehr großen Familienbetrieb im Obstbau, Äpfel und Kirschen. Andererseits engagieren Sie sich in vielfältigen Bereichen. Sie sind Vorsitzender der Landesfachgruppe Obstbau in Niedersachsen und Mitglied in der Züchtungsinitiative Niederelbe. Wie sind Sie zum Obstbau gekommen und was hält Sie daran fest, den Obstanbau weiter zu betreiben? Und Sie bilden ja auch aus und legen damit ja auch den Obstanbau jungen Leuten ans Herz. Genau. Erstmal herzlich willkommen hier auf dem Obsthof Buchterkirch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du wieder da bist. Wie bin ich zum Obstbau gekommen? Meine Großeltern haben hier eine Hofstelle damals nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg erworben mit ein, zwei Hektar Land dabei und haben dann eben auch angefangen, ein bisschen Obstbau zu betreiben. Und das hat sich dann über die Jahre immer mehr entwickelt. Und mein Vater hat dann Lust bekommen, wirklich Obstbau auch zu lernen, hat auf der Esteburg in York seine Ausbildung gemacht. Und so ist der Betrieb dann nach und nach gewachsen. Und mittlerweile sind wir ein recht stattlicher, großer Obstbaubetrieb mit Kirschen und Äpfeln. Und wir haben viel oder lange Zeit auch ausgebildet. Dann kamen die Ämter dazu und dann wurde es eben einfach mit der eigenen Zeit weniger. Und momentan bilden wir halt nicht aus. Aber der Spaß am Obstbau ist der gleiche wie vor 20 Jahren. Aber ich habe gehört, also Sie haben eigene Kinder und die große Hoffnung, dass das zumindest einer Ihrer Söhne das weiter fortsetzt. Genau, wir haben drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Und das ist sicherlich noch etwas früh, aber wir werden das abwarten. Und natürlich ist immer ein Stück weit die Hoffnung dabei, dass das dann einer übernimmt. Aber ich habe mir auch von Anfang an eigentlich, und das haben meine Eltern auch so gemacht, da gibt es keinen Druck oder keinen Zwang. Wenn sie die Lust entwickeln und Spaß dran haben, dann ist es gut. Und der Große ist schon viel mit dabei. Und wenn er es freiwillig macht und seinen Spaß daran hat, dann lassen wir ihn natürlich. So ist das richtig. Danke. Herr Ferlemann, der Obstanbau ist ein sehr wichtiger Faktor in der Lebensmittelproduktion, aber natürlich auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Welche Bedeutung hat der Obstanbau hier für Ihre Region, für Ihren Wahlkreis in Kedingen? Also in dieser Region ist Obstanbau strukturprägend. Das ganze alte Land, das Land Kedingen, ist ja synonym für Obstanbau. Also wenn man durch die Landschaft hier fährt, dann erfreuen sich die Menschen an der Obstblüte, sei es die Apfelblüte, sei es die Kirschblüte. Die Menschen kommen zur Erholung hierher aus der Großregion Hamburg. Also das ist schon strukturprägend. Von der Wirtschaftskraft her ist natürlich das ganze vor- und nachgelagerte Gewerbe mit zu bedenken, die natürlich von der Aktivität der Obstbauern leben und auch die Infrastruktur bereitstellen. Und das ist schon ein namhafter Wirtschaftsfaktor in dieser Region. Ohne Obstanbau wären wir sicherlich ärmer. Herr Buchterkirch, die Landwirtschaft, der Obstbau und Gemüsebau sehen sich in den letzten Jahren großen Herausforderungen gegenüber. Bevor ich jetzt auf das Thema Pflanzenschutz oder Biodiversität zu sprechen komme, lassen Sie mich auf ein doch umstrittenes Thema, gerade jetzt hier vor Ort, 3,5 Kilometer weit von uns entfernt, von hier in Krummendeich ist die Elbe, auf das Thema Elbvertiefung zu sprechen kommen. Wie wirkt sich der steigende Salzgehalt auf Ihre Tätigkeit hier im Obstbau aus? Maßgeblich und entscheidend. Für uns ist die Elbe ein ganz, 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 ganz wichtiger Produktionsfaktor. Wir brauchen das Wasser der Elbe, um überhaupt vernünftig Obstbau betreiben zu können, zur Frostschutzberechnung. Aber das sehen wir, glaube ich, gerade die letzten drei Jahre haben gezeigt, eben auch oftmals im Sommer zur anfeuchtenden Berechnung, zur klimatisierenden Berechnung. Also Wasser ist gerade im Obstbau schon ein entscheidender Faktor. Herr Ferlemann, wie können Sie hier auf Bundesebene helfen?
Na gut, wir sind ja Verursacher der Fahrenanpassung der Elbe. Und als wir die letzte Elbvertiefung, die jetzt aktuell gelaufen ist, geplant haben, haben wir natürlich auch mit dem Obstbauern gesprochen, unter anderem auch mit Ulrich Buchterkirch. Und da haben wir überlegt, wie können wir die Folgen einer weiteren Vertiefung der Elbe für den Obstanbau so gestalten, dass der Obstanbau darunter nicht leidet. Und da haben uns die Obstbauern vorgeschlagen, wenn wir das Elbwasser nicht mehr komplett nehmen können, dann brauchen wir einen Ausgleich dafür. Wir müssen also große Teiche anlegen, in denen wir das ganz normale Regenwasser sammeln können, sodass wir dann für die Beregnung, und dafür brauchen die Obstbauern ja zwingend Wasser, sodass wir aus diesem Reservoir schöpfen können. Und da haben wir eine gute Regelung gefunden, mit der der Bund leben kann, mit der aber auch die Obstbauern leben können. Und die wird vollzogen und insofern ist mir um den Bestand der Obstbauern nicht so, habe ich keine Sorge. Herr Buchterkirch, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Weitere hochaktuelle Themen sind Pflanzenschutz und die Biodiversität. Studien der Bundesfachgruppe Obstbau und des Bundesamtes für Naturschutz, die meines Wissens in den letzten 4 Jahren Studien betrieben haben, sind zu dem vielleicht überraschenden, aber doch sehr beeindruckenden Ergebnis gekommen, dass bei Obstkulturen die Biodiversität sehr gut ist. Also es werden Vögel und Insekten dort gefunden, die halt eben auch auf der roten Liste steht. Und jetzt wäre jetzt so meine Frage, ist das trotz oder gerade wegen der Bewirtschaftung so? Also erstmal muss ich vorweg sagen, dass das für uns eben nicht so überraschend war. Wir sind froh, dass diese Studien gemacht wurden, die das eben einfach auch mal belegen. Weil wir sind diejenigen, die eigentlich jeden Tag in unseren Anlagen sind. Und wir sehen natürlich auch, was da los ist. Wir wissen, dass wir bewirtschaften. Wir wissen, dass wir Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und wir wissen auch, und das ist mir ganz wichtig auch an dieser Stelle, dass es nicht ohne geht. Man fragt sich so oft, wenn ich das einmal zwischendurch ansprechen darf, wenn wir über Naturschutz sprechen, wenn wir über Artenschutz sprechen, wenn wir über Umweltschutz sprechen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, das sind alles sehr positiv belegte Begriffe. Und in dem Moment, wo wir über Pflanzenschutzmittel sprechen, dann ist das irgendwie ganz negativ. Aber wir müssen unsere Pflanzen schützen, so wie die Menschen zum Arzt gehen, brauchen auch die Pflanzen ihren Schutz vor, eben auch durchaus Insekten, die eben unseren Pflanzen bzw. unseren Früchten nicht so wohlgesonnen sind. Und wir sind mittlerweile so extrem gut aufgestellt, dass wir so wirklich selektiv, wie man so schön sagt, Mittel einsetzen können, die wirklich nur auf den einzelnen Schädling reagieren und einwirken, dass wir auch wissen, dass wir da sehr, sehr sorgsam in Deutschland mit umgehen. Und auf die Frage, wie das sich alles so darstellt mit der Biodiversität, wir sehen halt, dass wir unheimlich, wir sind eine Dauerkultur. Damit geht es schon los. Unsere Bestände stehen 15 bis 20 Jahre. Wir haben Nistkästen, wir haben Sitzstangen, wir haben all diese Dinge, die wir auch, wir haben Steinhaufen an den Anlagen. Wir versuchen eigentlich wirklich auch viel Raum den Insekten und Vögeln und Steinmardern und etc. zu geben. Wir haben sehr, sehr viel, gerade hier in Kehdingen gibt es kaum einen Obstbaum, der nicht mit Windschutzhecken umgeben ist. Also auch in diesen Randstrukturen sehen wir einfach unheimlich viel Leben und unheimlich viel Aktivitäten. Und dann muss man eben auch noch dazu sagen, dass wir im Grunde genommen eine Dauergrünlandfläche sind, wo ein Drittel, maximal ein Drittel, ein sogenannter unkrautfreier Herbizidstreifen ist. Und ansonsten wird bei uns gemäht und wir haben Dauergrünland. Und wir sehen einfach, dass wir in unseren Kulturen unheimlich viel Leben haben. Und genau wie Sie gesagt haben, wir haben unheimlich viele Tiere und Arten auch, die auf der roten Liste stehen. Dann kommt bei mir gleich so ein bisschen die Alarmglocke. Wir tun ganz viel dafür, wir haben eben über Beregnungsteiche gesprochen. Wir tun ganz, ganz viel dafür, dass wir das haben. Und dann kommt immer mal jemand um die Ecke und sagt, oh Gott, da sind jetzt Arten auf der roten Liste, jetzt dürft ihr irgendwas nicht mehr, jetzt dürft ihr kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Dann ist die Bereitschaft bei den Obstbauern wirklich mehr zu tun, viel zu tun und auch genau auch den Stolz darauf zu haben, dass sich diese Arten ansiedeln. Der wird natürlich geringer, wenn gleich immer einer um die Ecke kommt und sagt, nein, nun dürft ihr aber keinen Pflanzenschutz mehr einsetzen. Nein, wir haben, weil wir so wirtschaften, wie wir wirtschaften, haben wir diese Biodiversität und diese Artenvielfalt. Und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz. Herr Ferlemann, vor diesem Hintergrund kann man ja eigentlich das Fazit ziehen, fachgerechter und sachgerechter Pflanzenschutz ohne geht der Obstanbau nicht. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Ziele und Maßnahmen, die getroffen worden sind vom Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz?
Sie sind jetzt hier in der Region verankert, beheimatet. Sie kennen die Sorgen und Nöte und die Herausforderungen, vor denen die Landwirte und die Obst- und Gemüsebauern stehen, sehr gut. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die halt eben nicht im ländlichen Raum verankert sind, sondern eher im städtischen, dass die einfach nicht das begreifen oder halt eben das nicht durch, also mit ihrer Sichtweise sehen, wie es eigentlich ist, also dass halt eben Pflanzenschutz notwendig ist, wenn er fach- und sachgerecht ist? Ja, ist in der Tat so. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die aus großstädtischen Ballungsräumen kommen, die sich gar nicht vorstellen können, wie Urproduktion geht, die auch keine Vorstellung davon haben, was man machen muss, um eben eine gute Kirsche zu entwickeln oder eine Kartoffel zu ziehen oder eben Kühe zu melken. Die kennen das eben nur aus der Fernsehwerbung, die kennen das nicht aus dem eigenen Erleben. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man denjenigen erklärt, dass das gut gemeinte, was sie alles vorhaben, aber in der Praxis gar nicht umsetzbar ist. Die Betriebe hier in dieser Region machen einen integrierten Pflanzenbau. Das heißt, die haben ja alle in sich die Nachhaltigkeit. Kein Obstbauer baut Obst an, dass er die Plantage nicht übergeben kann. Das heißt, mehr Nachhaltigkeit als die Landwirte hier vorleben, gibt es gar nicht. Nur man muss das den Kolleginnen und Kollegen noch mal deutlich machen. Und die ganzen Auflagen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, da würde ich mal sagen, das ist derartig viel für die Landwirtschaft. Jetzt müsste man mal ein Moratorium machen, dass die Landwirtschaft sich darauf einstellen kann, auch der Obstanbau. Was für Auswirkungen haben die ganzen Verordnungen, Gesetze, die wir die letzten 4 Jahre gemacht haben? Wie kann man die umsetzen? Wie kann man es auch ökonomisch so verarbeiten, dass die Betriebe damit zurechtkommen? Wir haben da schon die Grenzen ausgetestet. Manch einer glaubt ja, wir würden die Landwirtschaft abschaffen wollen, so wie wir die Auflagen gemacht haben. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Wir brauchen die Landwirte. Wir brauchen auch die Familienbetriebe, so wie wir hier auf einem sind. Anders wird das gar nicht gehen. Und da muss die Politik aufpassen, dass sie nicht einer Chimäre hinterherläuft. Ich bin natürlich auch für die Bewahrung der Schöpfung. Aber das ist jeder Landwirt auch, weil ohne Grund und Boden kann er nicht produzieren. Und deswegen, es muss ein vernünftiger Ausgleich sein. Ich hoffe, dass wir ihn getroffen haben. Ich bin ein großer Anhänger des Niedersächsischen Weges, wo man ja den Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie in der Landwirtschaft hinbekommen will. Von daher gesehen haben wir es rechtlich möglich gemacht, dass der Niedersächsische Weg auch in den Bundesauflagen machbar ist. Und den gilt es jetzt auszugestalten. Und das ist eine spannende Aufgabe für die nächsten Jahre. Darf ich eine Sache ergänzen? Sehr gerne. Wenn ich das darf. Das sind ja nicht nur die Politiker, die im Deutschen Bundestag sitzen. Das ist ja einfach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und wir haben den Kontakt, wir die Landwirte, wir die Obstbauern, wir haben den Kontakt in die Gesellschaft ein ganzes Stück weit verloren. Und ich kann ja jeden verstehen, der durchaus kritisch auch auf das guckt, was hier passiert. Aber ich kann eben auch sagen, und das ist ja das Schöne an Familienbetrieben, hier leben jetzt mittlerweile 3 Generationen zusammen. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten so viel getan und es hat so viel Veränderung gegeben und es ist so viel in der Wissenschaft passiert und es ist so viel besser geworden und vieles anders geworden. Und wir sind die Letzten, die nicht mit der Zeit gehen wollen und sich nicht auch diesen Veränderungen stellen wollen. Und wir sind mit Sicherheit auch die, die genau wissen, wir brauchen die Insekten. Unsere Früchte gedeihen nur, wenn wir Bestäubungsträger haben. Wir brauchen das und wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass in der Gesellschaft mehr einfach auch gefragt wird, mehr geguckt wird. Was macht ihr eigentlich? Warum macht ihr das? Wir müssen vielleicht noch mehr erklären. Fakt ist aber, dass wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weit stolz sein können hier in Deutschland auf unsere heimische Landwirtschaft. Und ich glaube, diese Krise, die wir im Grunde genommen mit Corona gerade in den letzten 1,5 Jahren jetzt hatten, die hat doch eins gezeigt. Wir müssen uns doch auch ein Stück weit unabhängig von anderen darstellen. Es kann doch nicht unser Ziel sein, weil Essen und Ernähren müssen wir uns alle. Es kann nicht unser Ziel sein, dass wir uns irgendwann nur noch mit Dingen ernähren, die von irgendwo anders herkommen und importiert werden müssen, von denen wir eben nicht mehr genau wissen, was ist da eigentlich drauf. Unter welchen sozialen Bedingungen ist das eigentlich produziert worden? Unter welchen ökologischen Bedingungen ist das eigentlich produziert worden? Hier wissen wir das. Und ich glaube, dass wir auch ein wirkliches Stück weit stolz auf unsere heimische Landwirtschaft sein können, weil wir uns den Herausforderungen stellen und weil wir gute, sichere und wirklich auch hochproduktive, unter sozialen Bedingungen hergestellte Lebensmittel produzieren. Wie kann beispielsweise, meine abschließende Frage, Herr Ferlemann, das flankieren? Was haben Sie für Wünsche an ihn? Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben, wofür er sich in Berlin noch einsetzen kann?
Naja, gerade Herr Ferlemann ist ja einer derjenigen, der hier aus der Region kommt, der genau weiß, wie es hier abläuft, der sich informiert. Und das wäre für mich die Botschaft im Grunde genommen mitzunehmen an seine Kollegen. Geht hin, vielleicht wäre auch mal eine Idee, dass er es mal organisiert, mal mit einem Großteil aus dem Deutschen Bundestag hierher zu kommen. Also wenn es Corona mal wieder zulässt, dann können hier auch gerne mal 100 oder 200 Bundestagsabgeordnete kommen. Und ich lade sie alle gerne ein. Aber genau das, was Herr Ferlemann macht, das müssen wir aber transportieren. Und wir brauchen einfach mehr Leute, die wissen, Mensch, ich kann mich auch mit ruhigem und gutem Gewissen für die deutsche Landwirtschaft und für den deutschen Obstbau einsetzen. Weil wenn wir das haben, wenn nur die Politiker aus den Regionen das tun, ist das gut, aber zu wenig. Es müssen die anderen mit ins Boot genommen werden. Das ist vielleicht die Hauptbotschaft. Bringen die anderen mal mit und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herr Buchterkirch, ich danke Ihnen ganz herzlich zum einen, dass wir hier auf Ihrem wunderschönen Obsthof zu Gast sein durften, dass wir heute hier diese Talkrunde gemeinsam verbringen konnten. Danke für die Einblicke in das Leben, in die Sorgen auch eines Obstbauern. Danke, dass Sie unser Gast waren. Wir wünschen Ihnen bei all Ihrem Tun alles Gute. Vielen Dank. Ich drücke die Daumen, dass der einer Ihrer Söhne zumindest in Ihre Fußstapfen tritt. Denn vielleicht wie man ja sieht, auch die Tochter, wer ja, weiß. Vielleicht die Tochter, ja. Also da wollte ich jetzt überhaupt nicht. Aber das war, glaube ich, noch die Kleinste. Ja, ja, genau. Also insofern habe ich die jetzt erstmal hinten angestellt. Aber natürlich, das ist natürlich Tochter und Sohn oder Söhnen vorbehalten, in Ihre Fußstapfen zu treten. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass Sie das nächste Mal auch wieder bei uns sind und in unsere Videos reinschauen, wenn es wieder heißt Im Fokus. Herzlichen Dank.